Fragen. Ich will einfach mal anders anfangen. So, weiter geht's mit der nächsten Deko. Und zwar für den 29. und 30. Ich habe auch wieder meine lustige Liste da, damit ich weiß, was in den beiden Tagen gewesen ist. Ja, nicht viel. Zumindest nicht viel, was ich noch weiß. Aber das macht ja nichts. So, ich fange an mit den Tapes, ist klar. Heute habe ich mir insgesamt tatsächlich vier rausgesucht. Also zwei dünnere und zwei, naja, so Teaser-Tapes. Einmal mit Geschenken, einmal mit Blümchen. Und die sind einfach nur so, ja, Knallneon. Okay, das ist nicht ganz so Neon, aber schon sehr pink. Ja, mal gucken, ob ich das hinbekomme, was ich hinbekommen will. Die Blümchen nehme ich jetzt für hier unten. Wenn ich den Anfang finde, heißt es. Natürlich suche ich in der falschen Richtung. Ich glaube, das habe ich noch nie benutzt. Ich weiß es nicht. So. Zack. Hier ist es nicht ganz gerade. Ja festgeklebt. Hallo. So war das nicht geplant. Es sträubt sich ein bisschen. Die Ecke abknickt. Das ist doof. Das gefällt mir nicht. Also wie ihr seht, auch Tesa-Tapes kann man vorsichtig ablösen, wenn man wirklich ganz vorsichtig ist. Ein bisschen kam zwar mit vom Papier, aber das war kaum der Rede wert. So. Und bei der nächsten Deko muss ich mir tatsächlich irgendwie den Februar ausdrucken, weil den habe ich noch nicht mal gedruckt. So, dann haben wir einmal das. Und jetzt kommt Experiment. Experiment Chaos. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Wieso reißt du das jetzt ein? Wieso ist nicht überall Haare dran? Verstehe ich nicht. So, und jetzt muss ich das ein bisschen drüber lappen lassen, weil es eingerissen ist. Was natürlich sehr unschön ist. Falsche Seite. So, ich lasse es mal hier liegen. Normalerweise würde ich hier jetzt einfach die nächste Seite machen. Jetzt schauen wir mal, komplett so. Oder nur halb? Ich glaube, ich mache es tatsächlich nur halb. Oder halt so ein Stückchen. Könnt ihr bitte nochmal? Nochmal! Ne? Jetzt haben wir es ein bisschen länger. Muss ich nur gucken, wie ich das mache. Finden oder nicht finden? Das ist die Frage. Und einfach nur schräg. Ah. Schön schief, aber naja, was soll's. Ich habe mich jetzt doch ein Fähnchen entschieden. Wartet mal. Man könnte, das muss ich gleich mal probieren, noch was machen. Wo ich mich hier jetzt für das Fähnchen entschieden habe. So, sieht man kaum so aus wie Textmarker. War nicht schlecht.
Ich mach's mal andersrum. Die möchte ich mich teilweise etwas dämlich an. Bei Tipps, die man drehen kann, das ist natürlich immer noch vorteilhafter. Oder ich muss auch mal auf Papier drehen, wie die meisten anderen. Vielleicht ist das ja auch aus gutem Grund so. Ja, okay. So. Nicht schief werden. So. Und dann könnte ich ja von hier von diesen schicken Teilchens könnte man die Frage ist, was für eine Farbe. Ich glaube, ich nehme diese Farbe, die passt am besten. Muss man sie nur abkriegen. So. Ich brauche zwei davon. Pack es wieder weg, weil es auch wieder niemand. So. Ja. Einfach mal als kleines E-Tüpfelchen quasi. Na. Das lässt sich echt ein bisschen doof. Toll. Jetzt habe ich das Fähnchen in der Hand und das Kleber ist immer noch dran. So. Okay. So. Jetzt habe ich in dem Loch ein bisschen knapp, aber mein Gott. Das passt schon. So. Sieht auch ein bisschen doof aus, oder? Wenn man das in der Mitte macht. Oder einfach. Jetzt habe ich also zurück. Und weiß nicht, wie ich dann anstehen soll. Weil irgendwie gefällt mir das da in der Ecke nicht. Und ich dachte halt, weil es auch ein Fähnchenart ist. Ja. Weiß ich nicht. Ich könnte einfach so hinkriegen. Ja! Ist auch nicht gerade das Gelbe vom Ei, aber egal jetzt. So. Erstmal den Tag machen. 29. hatte ich etwas zu tun. Und zwar kann ich mir tatsächlich eine To-Do-Liste ist ein bisschen viel verlangt. Das ist eine Sache, da brauche ich keine To-Do-Liste. Dann nehme ich bis einfach nur das A. Das ist A. So. I understand. Ich kann einfach mal den Stempel, den ich brauche. So. Denn ich war an diesem Donnerstag, wie jeden Donnerstag, an meinem Postfach. Auch wenn, wie immer, außer einmal, da war Werbung drin. Ansonsten war es immer leer. So. Und ich benutze diesmal meine neuen Stempel, die von Vorjahr sind, aber bei Aldi gekauft. Oh. Und ich habe kein Tuch. Warum habe ich kein Tuch? Ich habe das ein bisschen rumgesaut. Zack. So. Und diese Folienstempel waren ja bis jetzt immer ganz gut. Finde ich. Mal gucken, wie das ist. Jo, passt. So. Schickimicki. Alles klar. So, also. Ich war, wie gesagt, dann erstmal bei meinem Postfach. Wie sich fragt, was das für Holzstifte sind, die habe ich bei
Real gefunden. Letztes Mal gab es die irgendwie runtergesetzt, ne? Ich habe ein bisschen geärgert, weil ich habe zu viel mehr bezahlt. Aber egal. So. Natürlich war das Postfach dann leer. Gucken, ob ich immer noch einen traurigen Smiley finde. Ich bräuchte so eine Stempel noch. Das sehe ich gar nicht, wie ich mache. So eine Stempel bräuchte ich noch mit Smileys irgendwie. Ich bin ja irgendwie der coole Smiley-Fan. Nehmen wir mal so einen. So einer ist gut. Also überhaupt finde ich Smileys toll, weil man damit wunderbar, ja, alles Mögliche ausdrücken kann. Und deswegen gibt es jetzt da auch so traurig gucken. Ja, ich müsste nicht auf den machen. Ja. Aber jetzt kommen wir noch mehr Leerverkaufsflächen. Es kann aber sein, dass ich, wenn ich morgen dahin gehe, heute ist Mittwoch übrigens, der 11., die man unschwer erkennen kann, am 11., ist ja auch Wurst, könnte es sein, dass da tatsächlich was drin ist. Ich bin gespannt. So, danach, direkt zum Anschluss, gehe ich immer in das Eichhörnchen-Café, wie ich es nenne, weil das Logo ein Kaffee trinken aus Eichhörnchen ist. Und deswegen hole ich mir einmal einen Eichhörnchen-Kaffee. Haha. So, und deswegen gibt es auch diesmal hier diesen lustigen Kaffeebecher. Ich finde ihn großartig. Natürlich auch mit dem Stempel. Schon wieder rumgesaut. Natürlich. Ja, sollte man auch nicht rumsauen. Muss immer noch an meinen Traum denken, von dem ich letzte Nacht hatte. Das ist, kann man keinem erzählen. Okay, ich habe meinem Freund erzählt, aber. Sehr unrealistisch. Ich renne vor einem Tiger davon. Ja. Muss ich mich nachmalen? Oh, das macht ja nichts. Malen wir uns einen Kaffeebecher nach. Gut, nicht schön, aber selten. So. Kann erstmal weg. Obwohl die beiden wirklich fett machen, richtig sauber machen. Das machen wir gleich. So. Und Latte. Schreibe mit einem T, oder? Latte Macchiato. Plus Panini. Ich habe da auch ein Panini gegessen. War auch sehr, sehr lecker. Ein Hörnchen Kaffee. So, jetzt bräuchte man noch. Es kommt dann immer dann, wenn man dabei ist. Fallen halt immer ein paar Sachen ein, die man danach hinklatschen könnte. Normalerweise kommt das ja immer dann erst, wenn man es dann irgendwann mal erstellt. Ich nehme jetzt einfach mal das hier. So. Und natürlich habe ich mir auch ein Eichhörnchen rausgelegt. Für Eichhörnchenkaffee. Obwohl das eigentlich auch Quatsch ist, aber ich habe es erstmal erwähnt und deswegen kommt da noch ein Eichhörnchen. Mache ich nicht jedes Mal ein Eichhörnchenkaffee, weil ich gehe wie gesagt jede Woche dahin. Aber ja. Und dann war Daniel noch in einer Garage. Das war dies. Habe ich ein Auto oder so? Ich meine nicht, dass er ein Auto hätte da in der Garage, aber. Passt halt so gut. Ich glaube, dieses andere Autozeug, oh, das war es nicht. Da sind nur. Ja. Da sind nur so eine. Na.
Berufsautos drauf, außer halt dieser. Okay, es könnte auch wirklich ein Bus sein, ich weiß nicht. So, gut, weiter im Text. 15 Minuten, bitte, was? Okay, ich sollte mich jetzt kurz erfassen. Jetzt habe ich es genau draufgepackt, wo ich lesen wollte, sehr schlau. Ja, da gab es Schnee und wir mussten Geschenke kaufen. Deswegen gibt es jetzt diesen Geschenke-Numbis. So. Hier. So. Weil es war ja schon der Geburtstag und so, ne? Ich frage mich, wann denn mal kein Geburtstag ist. Ich weiß nicht, mache ich komplett. Ach ja, ich glaube, ich mache komplett. So, bis dahin. So. Geschenke kaufen. Schneit. Also brauche ich auch noch Schnee. Am besten das Schnee. Oh, hier ist sogar. Ich habe tatsächlich Ostersticker ganz vergessen. Täter wohl. So, irgendwas Schneeiges. Ich mag ja diesen Vogel immer noch. Natürlich ist Blümchen und Schneevogel und so nicht gerade das Passendste, aber ist mir egal. Es gab Schnee. Vielleicht da irgendwo eine Schneeflocke. Da bestimmt irgendwo eine Schneeflocke. Schneeflocken, was ist Schneeflocken? Sehr schön. Dann können wir da noch so. Schneeflocken machen. So. Und dann habe ich blau. Wo habe ich denn den blauen Stift davon? Mit dem Stift kann ich auch blaue damit schreiben. Da ist eine. Ne, ist das schwarze Land. Ist der blaue? In meinem Wust wieder alles verschwunden. Natürlich, natürlich. Also in diesem Set waren auf jeden Fall vier drin. Die üblichen Farben. Blau, schwarz, grün und rot. Und es gab Schnee. So, das war alles an dem Tag. Also nicht unbedingt spektakulär, aber ich habe ja auch schon wieder fast 20 Minuten. Oh Gott. Okay, bis zum nächsten Deko-Video. Tschüss.